Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie und euch recht herzlich im Namen der Galerie Klaus Atelier zu unserer heutigen Eröffnung der Ausstellung von Jens Hunger, welcher mit seinen Werken aus dem fernen Berlin angereist ist. Geboren und in Berlin lebende Comiczeichner und Maler Jens Hunger. Sein Ausstellungsdebüt in der Galerie Klaus Atelier zeigt durchgängig klein- bis mittelformatige Werke in Öl auf Leinwand und grafische Arbeiten auf Papier und Leinwand, die sich thematisch mit anthropologischen Thesen befassen. Jens Hunger bedient sich einer surrealistischen und expressiven Bildsprache. Im Raum fließen unaufhörlich reale und unrealistische Bildsequenzen ineinander und treffen sich als geballte Kernaussage im Bildzentrum. Der Schimpanse als einer der nächsten Verwandten des Menschen spielt hierbei eine zentrale Rolle, taucht er doch in vielen Werken von Jens Hunger auf. In dem Gemälde Stay With Me, was ist dieses hier? Klammert sich ein kleiner Schimpanse, der selbst noch nicht den Fingerschuhen entwachsen zu sein scheint, an ein kleines Mädchen, das dem Bildbetrachter gezielt in die Augen schaut. Beide Figuren halten einander fest, als wären sie Geschwister, die einander Halt geben möchten. Der Bildhintergrund weist genau hinter den beiden Figuren eine Explosion auf, den Urknall, welcher sich in breiten Strahlen ausdehnt. In den Strahlen, die kontrastär in den Farben Blau und Rot angelegt sind, befinden sich Formen und Farbaspekte, die nach außen geschleudert werden. Über dem Kopf des kleinen Schimpansen schwebt ein Vogel im Landeanflug mit ausgefahrenen Klauen auf den Kopf des Schimpansen zu. Vielleicht versucht der Vogel aber auch, sich zwischen das Mädchen und den Schimpansen zu drängen. Der Vogel als Symbol für Fantasie, Gedanken und Ideen, die ihrem Wesen nach Freiheit benötigen, um hervortreten zu können, ist sicher der Freiheitssuche des Kunstschaffenden zuzuordnen, der Freiheit im Streben nach Entwicklung. Im Vergleich ist das Werk Big Apples, welches bereits im Berliner Arthauer zu sehen war, eine Weiterentwicklung der Evolutionssituation im ersten Bildnis. Wie endlich in der Jetztzeit gelandet, ist das kleine Mädchen zur Frau geworden und thront nun als Madonnenfigur in der Bildmitte. Ihr Kleid zeigt einen tiefen Ausschnitt, dem sich der Schimpanse in der Haltung eines Jesuskindes auf ihrem Schoß sitzend interessiert zuwendet. Der Schimpanse hat seine Körpergröße nicht verändert, wohl aber den Gesichtsausdruck und schaut Richtung wohlgefühlten Ausschnitt, den Big Apples. Sie, die persiflierte Mutter Gottes, ist ein aufreizendes Weib, das einer Pop-Ikone gleicht. Zu ihren Füßen finden sich links und rechts eine liegende, ausgewachsene Katze und ein stehender männlicher Hund. Die hintergründige Explosion, wie im ersten Bildnis, ist nicht mehr vorhanden, wohl aber die blauen und roten breiten Strahlen, welche nun mit allerlei Ornamenten, Mustern und bunten Motiven versehen sind. Auf diesen Strahlen kreisen fliegend oberhalb um die Figurengruppe Engel, Puppen, Schmetterlings- und Fantasiewesen. Fasst man beide Werke zusammen, folgte dem Urknall die Evolution mit der Entstehung der Arten, das Tier als Vorgänger des Menschen, welcher in seiner Entwicklung ein fragwürdiges Christentum als Ausdruck von Macht über das Tier inszeniert. So viel erst einmal von meinen Gedanken als Vergleich zu den zwei Werken. Es gibt sicher noch vieles und Spannendes zu entdecken. Die Ausstellung ist hiermit eröffnet und ist zu den neuen Geschäftszeiten bis zum 10. Mai zu sehen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche uns allen einen schönen und kommunikativen Abend. Applaus. Jo, ich möchte mich auch bedanken, und zwar bei Florinda und bei Jakob, die hier einiges in Bewegung gesetzt haben und das heute eine richtig gute Eröffnung wird. Und ich freue mich natürlich auch über alle, die gekommen sind. Und ich denke mal, auf jeden Fall wird das heute schon mal ein richtig angenehmer Abend. Dankeschön. Ja, wir gehen jetzt zum gemütlichen Teil des Abends über. Es darf sich bewegt werden. Hallo. Ja, ich hab's geschafft. Leider ist es 2 Minuten, aber